Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Ja, was soll ich sagen? Ersatzteile sind gestern gekommen. Erzähle ich alles noch im Video hinterher. Ja, also die Ernüchterung folgt auf dem Fuße. Punkt 1 habe ich alles schon in dem Video oder in den Videos, die ich jetzt gedreht habe, in den Tutorials, eigentlich alles schon erklärt, auch nur mal kurz umrissen. Also ich habe Glock jetzt zusammengebaut, nachdem die Teile da waren, was noch gefehlt hat, alles zusammengebaut. Das heißt, alles halt soweit Traktor fertiggestellt. Anführungsstrich natürlich, geht um die V36. Und ja, habe die eine Weile laufen lassen. Wie gesagt, ich hatte die gekriegt damals, habe den ESO-Decoder eingebaut, hier den Lokpilot, habe die hier mal 2-3 Runden fahren lassen, hat mir eigentlich nicht so richtig gefallen vom Fahrverhalten und vom Geräusch her und so. Hat man alles schon mal erwähnt. Also, und habe die wieder in die Vitrine gestellt und jetzt bin ich heute dazugekommen durch Anfrage von Kunden und hin und her und alles schon erklärt. So, also wie gesagt, jetzt habe ich das Getriebe alles wieder zusammengebaut. Die war ja komplett auseinandergelegt und habe die jetzt Probe laufen lassen, eine halbe Stunde. Was da passiert ist, seht ihr. Dann habe ich den Motor gewechselt. Ich hatte ja den neuen Motor mitbestellt als Ersatz, falls mal irgendwas ist mit dem Motor. Zum Glück habe ich es gemacht. Aber zum Glück, nicht zum Glück, sondern leider. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wo haben wir den kleinen Kerl? Ja, das ist jetzt der Originalmotor, da habe ich die Schwungmasse jetzt schon abgezogen. Dass es ein Bausatz oder ein Umbausatz, Motorumbausatz geben wird für diese. Deswegen bestelle ich mir einen zweiten Mashima-Motor und habe dann einen Ersatzmotor, falls mal irgendwas ist, passieren sollte oder so. Wie gesagt, einerseits zum Glück, andererseits hätte ich mich vorher richtig kundig gemacht, hätte ich 10 Euro mehr ausgegeben und hätte einen Umbausatz gehabt, einen vernünftigen. Seht ihr aber alles hinterher, was da so alles passiert ist an dieser Lok. Und ja, im Moment bin ich ziemlich angesäuert, erkläre ich euch auch im Video. Jetzt steht das Projekt erstmal wieder, weiß nicht wie lange. Und ja. Seht ihr alles hinten dran. Ich mache jetzt weiter mit meiner, mit meinen, sag's doch gleich, ding, 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 ach ja, genau, mit meiner Vitrine habe ich gestern angefangen, habe ich, wie gesagt, da kommen ja noch 6 Bretter rein, die habe ich ja schneiden lassen. Jetzt war ich, habe da so U-Profile gemacht, dass ich die so rein und rausschieben kann, weil ich will die ja rausnehmen und dann umsetzen können oder einsetzen können, dass die Züge da drauf runterfahren. Und die Bretter, die U's waren angeblich 2 cm und die Bretter 1,9. Und das hätte eigentlich passen müssen, hat nicht gepasst. Das war ich gestern beim Zimmermann, habe die durch die Abrichte gejagt. Habe die ein bisschen schmaler gemacht oder vorgestern, jetzt passen sie da rein, habe die dann noch weiß gestrichen. Und gestern habe ich das erste Brett zurecht gemacht, die Gleise drauf gemacht. Passen sogar 2 nebeneinander, also habe ich da praktisch 3 Meter zur Verfügung pro Brett, knapp 3 Meter. Und da passt schon einiges rein an Zügen. Ja, wo ich die Dockingstation hinmache, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, ich wollte es eigentlich drüben auf dem Dachboden machen, aber ich werde es höchstwahrscheinlich doch hier machen. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ich muss es auf jeden Fall, habe ich festgestellt, an den Brettern vorne und hinten noch eine Brüstung dran machen. Weil wenn man die rauszieht, mir ist noch nichts runtergefallen, aber wenn man die rauszieht und dann da rausnimmt und die so rumtragen muss, weil es hier doch ziemlich eng ist, ist die Gefahr sehr groß, dass einem da doch mal was abstürzt und das muss nicht sein, also kommt da vorne und hinten noch Planken dran an die Bretter. Das passt noch mit rein.
Aber was ich da jetzt mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe eigentlich gedacht an Plexiglas, dass man da auch sieht, was da drin stattfindet oder was da drin ist. Jetzt habe ich mir das mal machen lassen. Die müssen dann 6,5 hoch sein und 1,40 lang sollten sie sein. Und da bräuchte ich dann bei 6 Brettern 12 Stück. Und die kosten mich dann schon 80 Euro. Also ja, da wird die Selbstbauvitrine so langsam teurer wie eine gekaufte. Gut, also das soll es auch jetzt für heute gewesen sein. Ich will euch hier nicht ewig fesseln zum Sonntag. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt meine Vitrine fertig. Da kommen ein paar Bilder, dann zeige ich euch ein bisschen was, was ich da so gemacht habe. Und bis dann, tschüss, euer Werner, danke fürs Reinschauen. Und ja, wie es jetzt mit der V36 weitergeht, bin ich noch am Grübeln. Also bis dann, tschüss, euer Werner und danke fürs Reinschauen. Ja, meine lieben Freunde, und weiter kann es gehen. Heute haben wir den Samstag. Es ist jetzt 17 Uhr. Bei uns kommt die Post um etwas später. Aber ihr seht, meine Ersatzteile sind gekommen. Wie gesagt, ich habe den Motor nochmal bestellt. Der läuft auch schön leise, einwandfrei. Habe die Feder nochmal bestellt und diese Bodenplatten. Den Motor habe ich nur bestellt als Vorsichtsmaßnahme, falls der hier kaputt geht oder sich nicht gut anhört oder so. Werden wir gleich testen. Wir bauen jetzt hier vorne die Kinematik ein, machen den Deckel drauf und machen mal einen Probelauf auf dem Prüfstand. Mal schauen, was er so von sich gibt, der Motor. Oder überhaupt das Getriebe jetzt nach dem Neuzusammenbau. Ob es funktioniert, ob alles stimmt. So, da brauchen wir als allererstes die Feder. Und dann die Abdeckung. Das wäre das, genau. So, jetzt die Kinematik. Da haben wir sie. Jetzt die Feder. Da haben wir es, mein Spezialwerkzeug. Jetzt haben wir die Feder drin. Jetzt muss ja dieses Teil wieder hier rein. Ah, so ist das natürlich besser zu sehen. So. Auf dieser Seite hat es diesmal nicht so gut geklappt. Die Feder ist nicht richtig drin. Sehen, ob ich das noch hinkriege. Jetzt haben wir es. So, die Feder hängt drin. Weiß nicht, ob man das zu so sehen kann. Und dann kommt dieses Teil da oben drauf. Bin mal gespannt, ob ich das andere irgendwann mal wiederfinde. So, jetzt ist die Lok soweit fertig. Fertig. Ihr wisst, was ich meine. Der Rahmen, die Achsen. Jetzt nehme ich mal einen Prüfstand und jetzt gucken wir mal, was er macht. So, das habe ich euch mal von Stativ genommen.
Also es kann sein, dass jetzt ein bisschen wackelt. Aber ihr seht, sie läuft. Auch wenn sie nicht ganz so leise ist, wie ich das gerne hätte. Ja, jetzt sind wir mal wieder an der Werkbank. Also, ich habe die hier zusammengebaut, habe jetzt die Ersatzteile bekommen. Wie schon gezeigt, das hier alles eingebaut, also die Feder eingebaut, das Vorderteil eingebaut, also die Kinematik, alles drin. Ja, was soll ich sagen? Sie lief. Aber der Originalmotor wurde ziemlich heiß. Also der ist an 49 Grad nach 20 Minuten Laufen. Jetzt habe ich den neu bestellten Motor, der ja mitgeliefert worden ist, eingebaut. Ja, und was soll ich sagen? Da bin ich nach einer halben Stunde Dauerbetrieb auf 33 Grad, glaube ich. So, der Motor läuft jetzt schon eine halbe Stunde, das ist der neue. Da haben wir jetzt 33,2 Grad. Also dieser Motor läuft ruhiger und wird nicht so warm wie der Originalmotor, der drin war. Das ist schon ein enormer Unterschied. Jetzt habe ich das nächste Problem. Und das gestaltet sich, blende ich euch das Bild ein. Mit diesen Nasen von den Treibstangen, die sind aus Kunststoff, ganz clever. Ja, was soll ich da sagen? Also durch das Einklicken des Fahrwerks, also hier das hintere Teil von dem Fahrwerk, das klickt man dann ja vom Prinzip her unten wieder ein, das haben wir ja gesehen, haben sich die Räder ein klein wenig versetzt. Dadurch, dass das auf das Zahnrad drauf gedrückt wird, haben sich die Räder versetzt, trotz der Treibstangen da drin. Wo ich es draufgesetzt habe, hat man das gemerkt, dass es schwer anläuft. Habe ich natürlich gleich aufgehört. Und konnte mir schon denken, dass das mit den Rädern zusammenhängt. Und habe mich da mal bemüht und die Treibstangen rausgemacht, um dann die Räder, also hier die Getriebeabdeckung wegzunehmen und die Räder so hinzusetzen, wie sie hingehören. Ja, wunderbar, einwandfrei. Wenn man die Treibstange rauszieht, wie jetzt im Bild eingeblendet ist, seht, sind dann so Nasen dran. Das kriegt man aber weder von hinten noch von vorne zusammengedrückt, die Nasen. Da ist so ein Spalt drin, sind so zwei Nasen an den Runden an der Welle, gehen hier hoch und dann sind da nochmal so Haken dran, die sich dann einhaken, so Widerhaken. Kommt man von hinten nicht ran, kommt man von vorne nicht ran. Und wenn man die dann, ich habe die dann mit diesem Werkzeug hier, bin ich hier so rein und habe die so vorsichtig rausgehebelt und das an jedem eine Nase weggebrochen. Auf einer Seite, auf der einen Stange sind sogar beide Nasen weggebrochen. Trotz, dass man das ganz vorsichtig macht, brechen einen die Nasen weg. Also top-tillig. Also das aus Kunststoff zu machen, ist echt eine echt richtig geile Idee. Ja, also das heißt jetzt die nächsten Ersatzteile bestellen. Jetzt bezahle ich 6 Euro, noch was, knapp 7 Euro Versand für ein paar Teile, die Schüsselhalbfen hier kosten. Da bin ich jetzt schon ein klein wenig angesäuert. Und wie gesagt, der Motor, der Tausch war nötig. Und jetzt zeige ich euch, ich habe ja gesagt, ich bestelle den Motor mit. Vorsichtshalber, den hatte ich da ja, bevor ich es auseinandergebaut habe, gar nicht richtig lange laufen lassen. Also jedenfalls nicht im auseinandergebauten Zustand.
Die habe ich mal auf der Anlage fahren lassen. Wie gesagt, ich hatte sie ja vorher nur mit einem Lokpilot umgerüstet. Da war die bei mir auf der Anlage gefahren und hat mir auch vom Geräuschen her immer nicht so richtig gefallen. Deswegen stand sie halt in der Vitrine. Das haben wir ja schon mal durchgekaut, das Thema. Und wie gesagt, ist der Motor getauscht. Jetzt zeige ich euch aber, es gibt einen Umbausatz von SB Modellbau, habe ich jetzt gesehen, mit einem Glockenankermotor. Tja, hätte ich das gewusst, hätte ich 10 Euro mehr ausgegeben, hätte ich einen neuen den Glockenanker-Umbausatz gehabt. Also, aber der läuft jetzt schön ruhig, der Motor. Wie gesagt, da muss ich jetzt neue Treibstangen bestellen. Und ja, was soll ich da noch sagen? Bin da jetzt ziemlich angesäuert. Also ich tue die jetzt erstmal ordentlich beiseite und mache meine Vitrine fertig weiter. Da habe ich gestern angefangen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und ich denke, man sieht sich doch bald wieder. Bis dann. Tschüss, euer Werner.